Ich muss das noch ein bisschen tiefer machen. Der Pellmann ist ein bisschen größer als ich. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Kolleginnen und Kollegen, erstmal will ich mal eins sagen, weil hier gerade von rechter Seite über das Thema Wahlbetrug und Wahltäuschung geredet wurde und die Sorgen, die man sich darum macht, die mache ich mir auch, meine Damen und Herren. Wenn ich sehe, was in Bezug auf den Platz 10 der Europaliste der AfD gerade los ist, dann finde ich, gibt es eine Partei hier im Saal, die uns weder Belehrung über das Grundgesetz, über die Frage der Grundrechte noch über die Frage von Wahlbetrug mit uns zu reden hat. Und das sind Sie, meine Damen und Herren, von der AfD. Denn wenn man den Presseberichten folgt, dann ist doch Ihr Listenplatz 10 der Europaliste, ein gewisser Herr Beck, weder Professor noch Fachanwalt für irgendwas. Setzen Sie sich da mal mit auseinander, was auf den Wahllisten steht und was das bedeutet, sozusagen für die Wählerinnen und Wähler, die in der Kabine, denen Sie glauben machen wollten, es handle sich hier um einen Professor oder um einen Fachanwalt. Also halten Sie sich lieber zurück mit solchen Begründungen. Meine Damen und Herren, und nun zum Wahlrecht für Menschen mit Beeinträchtigungen und für Menschen, die im Maßregelvollzug sind. 80.000 Menschen werden am 26. Mai zum ersten Mal an der Europawahl teilnehmen können. Und mich freut es für jede einzelne Person, die jetzt endlich ihr Grundrecht und ihr Bürgerrecht wahrnehmen kann. Und, meine Damen und Herren von CDU, CSU und SPD, ich hätte erwartet, dass Sie heute hier die Größe haben, zu sagen, es tut uns leid, dass wir das nicht rechtzeitig geregelt haben, dass wir euch so lange im Stich gelassen haben, dass wir euch hängen gelassen haben. Und wenn Grüne, FDP und Linke nicht gemeinsam vors Verfassungsgericht gezogen wären, dann hätten die Menschen am 26. Mai kein Wahlrecht. Sie haben alles unternommen, das zu verhindern, indem Sie dort auch noch aufgetreten sind, Herr Barke, Herr Heveling, Ihren Prozessbevollmächtigten beauftragt haben, zu sagen, dass das alles nicht geht. Und die Spitze des Eisbergs, meine Damen und Herren, war der Auftritt des Bundesinnenministeriums, die Stellungnahmen. Die Stellungnahme des Bundesinnenministeriums war so tendenziös, dass nur die Vorbehalte der Länder vorgetragen wurden und keine einzige Stellungnahme vorgetragen wurde von einem Bundesland, die es auch gab, die gesagt haben, ja, das ist leistbar, ja, das ist schaffbar, auch wir wollen das anpacken, dass die Menschen am 26. wählen können. Damit sollten Sie sich mal auseinandersetzen. Und Herr Oehlers, da kommen Sie heute Abend auch noch mit der Venedig-Kommission. Wissen Sie was? Darüber hat das Bundesverfassungsgericht gelacht, dass Sie eine solche Argumentation präsentiert haben. Ich bin froh, meine Damen und Herren, zwei Bundesverfassungsgerichtsurteile hat es gebraucht. Am 21. Februar für das Bundeswahlgesetz, dass klar ist, dass Menschen mit Beeinträchtigung in Vollbetreuung und Menschen im Maßregelvollzug wählen dürfen. Das hat nichts mit Ihnen beiden zu tun, sondern mit dem Bundesverfassungsgericht. Und das zweite Urteil ist am 15.04. erfolgt, und zwar, weil wir zum Verfassungsgericht gegangen sind und weil das Verfassungsgericht gesagt hat, dieser Wahlrechtsausschluss ist diskriminierend und verfassungswidrig. Und dass Sie jetzt heute mit der Wahlassistenz auch noch kommen, ja, und eigentlich zu einer Rechtsverunsicherung führen, sowohl für die Betroffenen als auch für die Betreuerinnen und Betreuer, und dass sie damit dem Ziel der UN-Konvention nicht nachkommen. Darauf hat mein Kollege Beek und auch mein Kollege Pellmann schon verwiesen. Und deshalb können wir heute Ihrem Gesetzentwurf allenfalls mit Enthaltung quittieren. Vielen Dank, Frau Kollegin Hasselmann. Die Kollegen Ansgar Heveling, Mahmoud Özdemir und Michael Frieser geben ihre Reden zu Protokoll, sodass der letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt der Kollege Dr. Matthias Bartke für die SPD-Fraktion ist.